Miau! Und willkommen zurück zu Let's Play Grania 2. Wir waren beim letzten Mal hier in diese Höhle gegangen. Gehen wir jetzt links? Ich glaube, ich gehe... Ne, links zeigt der Pfeil hin, wo wir hin müssen. Dann gehe ich erstmal hier hoch. Ah, guck mal, die Viecher sind hier, die Kämmer. Merrick bringt von sich aus halt schon so eine richtig schöne Angriffspower mit. Na? So, immer weiter nach oben erstmal. Hier ist die Fackel noch nicht an, das heißt, hier war ich noch nicht, aber hier geht's auch lang. Okay, da geht's hier lang weiter? Ne, es geht weiter nach unten, soweit ich das sehe. Hier ist purifizierendes Kraut, okay. Sehr schön, was auch immer das macht. Kann sein, dass es sowas wie Cure ist einfach nur und Statusveränderungen behebt. So, hier war ich auch noch nicht. Was ist hier? Ist da überhaupt irgendwas? Hier ist gar nichts. Yay, gar nichts. Yay, ich liebe gar nichts. Wuhu, hier geht's weiter, oder? Ah, hier sind noch mehr. Okilidokili, wenn ich jetzt hier... Hier geht's wahrscheinlich weiter und wenn ich hier weitergegangen wäre, würde ich wieder dahin kommen, wo ich herkomme, ne? Ja, gut. Gut, dann bin ich hier einmal im Kreis komplett drumherum gelaufen, wie es aussieht, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst, nichts Wichtiges. Ich gehe einfach mal hier weiter. Und, ah, guck mal, hier kommen wir in den Ruinenteil. Das ist ja eine Ruine hier. Da war ja jetzt sogar ein Gargoyle mit dabei. Die sind ja schon richtig alt. Die hatten wir schon vor lange nicht mehr. Ich heile mich gerade noch mal kurz. Hier mit dir, mit Elena. Ich gucke gerade noch mal, ob ich Magie ein bisschen power-upen kann. Ich will eigentlich Magie power-upen bei dem Holy Egg. Nämlich hier... Nein, mach das mal hier ein bisschen. Ne, okay. Ich dachte, du könntest Healer ein bisschen weiter aufleveln. Irgendwann kommen hier nämlich noch Gruppenheilungszauber und die würde ich ganz gerne freischalten. Die wären eventuell irgendwann mal ganz nützlich. So, wieder zurück in Lilycue Cave 1. Reflection Ring. Frösche. Mogai-Bombe. Mogai kennen wir ja sogar. Das sind doch die, diese komischen Hasenviecher aus dem ersten Teil von Grania. Aber wie gesagt, man muss den ersten Teil nicht kennen, um den hier zu verstehen. Das ist nur so ein kleines Detail. So, dann machen wir hier mal das Licht an. Dann ist es schön kuschelig hier. Auch wenn ich bezweifle, dass das hier irgendwie in irgendeiner Form kuschelig werden könnte. Ist hier irgendwie, wie man da rüberkommt? Ich glaube nicht. Aber hier ist auch gar nichts. Yay! Gar nichts! Ich liebe gar nichts! Zack. Und da geht's wieder zu Lilycue Cave 2. Aber es ist nicht das, wo wir hergekommen sind, oder? Ich bin nicht zurück... Nee, ich bin nicht zurückgeladen. Hier haben wir neue Gegner! Yay! So machen die Gegner, aber das ist voll komisch. Das ist voll nervig. Mach doch mal hier so ein Hole Slash. Volle Kanne, volle Granate da rein. In deren Phrasen. Du machst ein Hole, auch so, dass möglichst viele getroffen werden. Sehr schön. Und du greifst da einfach mal an. Übrigens, die Dinger, das werdet ihr vielleicht gar nicht mehr sehen, weil die bis dahin schon besiegt sind. Die greifen an, indem sie ihre Gehirne auf einen schmeißen. Also der typische RTL-Zuschauer schmeißt sein Gehirn weg. Nein, das will ich nicht. Hör auf damit. Ja. Er wollte gerade sein Gehirn schmeißen. Schmeißt eure Gehirne nicht weg. Sonst guckt ihr eines Tages mitten im Leben. Ich hab euch gewarnt. Ich hab euch gewarnt. Es wird zwangsläufig damit enden, dass ihr irgendwann mitten im Leben guckt. Hier unten ist noch Geld. Gut. Da sind noch mehr Gargoyles. Sehr schön, Ryudo. Auch nochmal eine Stufe aufgestiegen. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Ach komm, hört auf mit dieser komischen Weiche Sprache. Okay, wunderbar.
Hier ging es noch. Wir sehen hier irgendwie schon ein paar Kugeln. Hier ist ein Schalter. Mit dem scheinbar gar nichts passiert momentan. Aber man hat was gehört. Irgendwas ist, glaube ich, jetzt aufgegangen. Das hier ist übrigens eine Tür. Ja, da müssen wir später wohl oder übel noch durch. Aber hier geht es erstmal weiter, glaube ich. Oder auch doch, doch, hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Okay, weiter. Hier haben wir was Blaues. Das heißt, wir können die blaue Kugel schon mal aktivieren, ne? Ha! Epischer Chorgesang. Ha! Und hier? Wo kommen wir hierher? Hier kommen wir. Irgendwo, wo wir schon mal waren, hin. Juhu. Was für eine Erleichterung. Ich glaube, das haben wir eben aufgemacht, indem wir auf den Schalter gegangen sind. Noch mehr Gargoyles! Okilidokili. Wir haben übrigens für Merrick überhaupt keine Magie, die er benutzen könnte. Aber ich glaube, das braucht er auch überhaupt nicht. Was ist Bonds of Trust? Das klingt nach was. Nach sowas hier. Bonds of Trust. Macht Action besser. Dadurch wird er deutlich schneller. Ich hätte gerne Ryu tatsächlich als einen schnellen Angriffscharakter. Fehlt nur noch das dritte, das rote. Aber wenn ich mich recht entsinne, musste man hier auch einfach nur im Kreis gehen, um dahin zu kommen, wo man hin will. Also müsste es hier auch eher sehr schön aussehen. Alles ist kaputt. Ein Riss im Boden. Warte mal, hier geht's überhaupt nicht weiter. Da drüben ist noch irgendwas bestimmt. Habe ich hier noch was übersehen? Geld oder sowas? Was steht denn da? The huge boxes which once moved return to their original position when you leave the room. Ach so, okay. Das ist ein Hinweis darüber, dass sich Schieberätsel resetten. Denn hier gibt es, soweit ich weiß, ein Schieberätsel. Wow. Das ist voll das schwierige Rätsel. Ich schieb das dahin. Und dann kann man darüber gehen. Boah. Mind blow. Wow. Ja, die droppen teilweise ziemlich nützliches Zeug. Ich glaube hier, genau, man kann da nämlich auch noch das Ganze resetten. Das möchte ich gleich auch nochmal machen, wenn ich den Raum verlasse. Aber erstmal aktiviere ich das. Und da ist noch eine gelbe Kugel, die können wir jetzt aktivieren. Dafür müssen wir dann nochmal in den Raum da rein. Ich verlasse gerade den Raum nochmal. Sehr schön. Oder zumindest fast verlasse ich den Raum. Dann kann ich jetzt nämlich diese Kiste in diese Richtung schieben. Das reicht schon. Ryu, das reicht schon. Hör auf. Nein, ich wollte nicht ins Menü gehen. Nein, nein, nein. Er braucht einfach so ewig, diese Kisten zu schieben. Ich will hier dieses eine Poffnaht. Dafür bin ich jetzt nochmal... Oh Gott, nein. Das war ja wohl Verschwendung. So, jetzt könnte ich hier... Ich weiß nicht, ob ich da rüber oder runter springe. Ich springe da runter, okay. Jetzt bin ich wieder ganz am Eingang. Ja, gut. Dann kann ich jetzt das Ding aktivieren. Hier, das Gelbe. Und dann öffnet sich das Tor. Oh. Chorgesang. Sehr schön. Also wenn das nicht schon nach Bosskampf schreit, ne, dann weiß ich auch nicht. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch in Lilligu Cave 3. Und wir sehen, hier sind die Granite Cliffs. Ich fände das ja mega cool, wenn man da unten so seine Wohnung reinbaut und dann das so als Ausblicksfenster hätte, ne? Das wäre ja mal mega die geile Designerwohnung. Aber hier ist ein Speicherpunkt und das ist für mich jetzt gerade das Wichtigste, denn ich werde hier recovern und speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Grandia. Bis dann, Leute. Ciao.